Hey ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start. Red Dead Online hatte ja schon immer so seine Probleme und bei jedem Update kommen auch immer neue hinzu, die dann nach einer gewissen Zeit gefixt werden. Manchmal dauert es nur ein oder zwei Wochen, manchmal kann es auch Monate dauern, wie wir jetzt bei den Tieren zum Beispiel auch gesehen haben, die jetzt endlich wieder da sind. Etwas Positives auf jeden Fall, aber das kommt leider auch mal wieder mit einer zahlreichen Menge an neuen Bugs hinzu. Ich habe so ein Video ja schon mal gemacht vor ein paar Tagen, aber leider ist es seitdem noch um einige schlimmer geworden, für manche sogar komplett unspielbar. Und deswegen kommt nochmal ein Video hinterher, in dem ich wirklich eine umfangreiche Liste präsentiere an Bugs und momentan aktiven Sachen, die viele Spieler stören und die einfach kaputt sind. Ich gehe natürlich nicht davon aus, dass Rockstar-Mitarbeiter dieses Video sehen werden und dann direkt alles fixen, sondern das ist eher für euch gedacht, eine Art Liste, damit ihr genau Bescheid wisst, was momentan alles im Argen liegt und damit ihr diesen Problemen möglicherweise auch ausweichen könnt. Geht nicht immer, manches ist wirklich umfassend, kann jederzeit passieren, aber manches kann man vielleicht dann doch ganz gut vermeiden. Also diese Probleme sind teilweise aus meinen Kommentaren zusammengetragen, aus meinen persönlichen Erfahrungen und auch noch aus dem Reddit Online Reddit. Dort gibt es auch einen Thread mit allen möglichen momentan ersichtlichen Bugs, die die Leute so in letzter Zeit erlebt haben. Und gerade in den letzten zwei Tagen ist es richtig schlimm geworden, muss man wirklich sagen. Also zunächst einmal ist es leider so, dass Rockstar den Fehler mit dem Wagen noch nicht behoben hat. Ich hatte ja gedacht, oh, das ist weg bei manchen Leuten. Vielleicht hat Rockstar ja hier schon mal ein Patch rausgehauen und die ersten Sachen angefangen zu fixen. Nein, leider ist das nicht der Fall. Der taucht einfach hin und wieder auf und hin und wieder ist es okay. Hin und wieder kann man den Wagen rufen, manchmal nicht, manchmal kann man in den Stall reiten mit dem Wagen raus und dann ist wieder alles in Ordnung und manchmal geht dieser Fix auch nicht. Also Rockstar muss hier dringend nachliefern, aber das ist bei weitem noch nicht das dringendste Problem. Auch wenn man natürlich gerne mal den Jagdwagen jetzt benutzen würde, wo endlich wieder Tiere auf der Map sind. Das Pferd macht in letzter Zeit leider auch wieder öfter Probleme. Entweder man kann es nicht rufen, es bewegt sich nicht richtig fort oder es bleibt einfach stur dort stehen, wo man die Schnellreise benutzt hat und ist dann kilometerweit entfernt. Auch eine richtig feine Sache beim Naturalisten sind richtig viele Bugs mit dabei. Da sind aber neue Bugs, die natürlich mit der Rolle einhergegangen sind. Ich gehe aus, dass Rockstar die am ehesten noch fixen wird, weil Sachen, die schon ewig im Spiel sind und die immer mal wieder vorkommen, da scheint Rockstar eher Probleme mit zu haben, die wirklich endgültig aus der Welt zu verbannen. Der unendliche Ladebildschirm, der manchmal auftritt, gerade wenn man die Missionen von Harriet annimmt, sind super nervig. Auch der Blackscreen kommt da öfter mal vor, wo man einfach das Spiel komplett neu starten muss. Die Rotation der legendären Tiere scheint dabei auch nicht richtig zu funktionieren. Manchmal ist es so, dass auch nach dem 48-Minuten-Timer trotzdem noch dieselben legendären Tiermissionen verfügbar sind und dass deswegen manche Spieler beklagen, dass sie einfach immer nur die drei selben Missionen zur Auswahl haben. Also das ist auch ziemlich nervig. Dann haben wir noch das Problem, dass legendäre Tiere manchmal einfach nicht mehr spawnen, also im Free Roam. Da ist es ja so, dass die sowieso super selten sind, aber gerade für Naturalisten über Rang 15 scheinen diese Tiere gar nicht mehr aufzutauchen. Also auch richtig geil, eigentlich sollte ja die Chance erhöht werden, desto höher man im Rang vom Naturalisten ist, stellt sich heraus, ab Rang 15 habt ihr so gut wie gar keine Chance mehr, die zu finden. Richtig nice. Nach dem Abschluss einer legendären Tiermission von Harriet, falls ihr da eine Probe genommen habt, kann es passieren, dass diese Probe einfach so wieder aus eurem Inventar verschwindet, als ob sie nie da gewesen wäre, womit die komplette Mission einfach für die Katz war. Außerdem kann es sein, dass manchmal Fotos von Tieren nicht fürs Tierkompendium zählen, obwohl ihr die eindeutig vor der Linse habt. Außerdem ist die gehörnte Variante vom verbesserten Bogen verbuggt, also wenn ihr die bei Gas kauft für 12 Gold, wird euch das Gold zwar abgezogen, aber ihr habt die gehörnte Variante trotzdem nicht und müsst ihr dann beim Waffenschmied erneut für 12 Gold kaufen. Also da wirklich aufpassen, die 12 Gold jetzt noch auf keinen Fall investieren, weil es sein kann, dass die euch einfach abgezogen werden und nichts passiert. Zusammenfassend für den Naturalisten kann man also sagen, konzentriert euch jetzt noch nicht so sehr aufs Tierfeldhandbuch, da gibt es immer noch kleinere Probleme und auch über Rang 15, falls ihr es noch nicht seid, solltet ihr erstmal noch nicht gehen. Konzentriert euch da erstmal wirklich lieber darauf, die ganzen legendären Tiere vom Free Roam aus der Map ausfindig zu machen. Da werde ich übrigens noch wahrscheinlich am Mittwoch eine Karte präsentieren, wo die genauen Locations wirklich alle dabei sind. Dazu kommt auch noch, dass die meistens zu einer gewissen Uhrzeit oder Wetterbedingung spawnen. Da ist noch nicht alles vorhanden, was die Informationen angeht, aber sobald das alles zusammengetragen wird, werde ich euch das auf jeden Fall auch zeigen. Beim Händler ist es momentan problematisch, weil einerseits die Versorgungsmissionen nicht zählen
und andererseits man den Schlachttisch gar nicht kaufen kann. Also man kann die Händlerrolle, wenn man sie jetzt noch nicht hat, gar nicht spielen. Eine Rolle, die komplett also verbuggt ist. Abgesehen davon, dass der Kopfgeldjäger jetzt zumindest in der letzten Zeit wieder besser funktioniert, ist jetzt der Händler komplett weg. Beim Schwarzbrenner ist es so, dass manchmal die NPCs einfach verschwinden. Immerhin scheint es so, dass nicht die ganze Schwarzbrennerhütte auf einmal weg ist. Ich glaube, das haben sie zumindest hinbekommen, dass das mittlerweile nicht mehr so ist. Bei Twitch Prime ist es so, dass manche PC-Spieler, die gar kein Twitch Prime hatten, trotzdem die Twitch Prime-Belohnungen bekommen haben. Also ein richtig nicer Bug an der Stelle, den darfst du ruhig öfter mal geben. Aber Twitch Prime-Mitglieder haben ihre Twitch Prime-Belohnung noch gar nicht erhalten. Man muss aber auch an der Stelle sagen, dass es durchaus passieren kann, dass es bis zu 72 Stunden dauert, bis die Twitch Prime-Mitglieder ihre Belohnung auch erhalten haben. Manchmal sogar bis zu 7 Tagen. Also da ist noch nicht alles gegessen. Kann ja sein, dass Twitch Prime einfach nur ein bisschen länger mit der Auszahlung braucht und allgemein ein paar Bugs verursacht hat. Die fortgeschrittene Kamera klemmt außerdem, also die kostet ja eh schon ziemlich viel, aber dann auch noch dafür zu sorgen, dass man nicht mehr aus dem Menü von der fortgeschrittenen Kamera raus kann und wirklich das Spiel neu starten muss, ist halt genauso schlimm wie eine Errormeldung zu bekommen. Und ja, die sind wirklich zur Genüge vorhanden. Manche spielen und können keine 3 Sekunden online bleiben, ohne direkt eine Fehlermeldung zu bekommen und rausgeschmissen zu werden. Und das Schlimme ist auch, wenn man erstmal rausgeschmissen wird, wird man entweder direkt wieder mit einem Fehlercode entlassen oder bekommt öfter mal einen unendlichen Ladebildschirm und da hat man halt schon direkt keinen Bock mehr zu spielen. Also da wundert es mich auch nicht, dass erstmal einige Leute das Update verdammt haben. Egal wie gut die Rolle ist, und ich finde die Rolle ziemlich gut, aber egal wie gut sie ist, selbst wenn es der Bandit wäre, wenn solche Fehlermeldungen immer wieder passieren, dann hat man halt gar keinen Bock überhaupt dran zu bleiben. Und das ist das größte Problem hier, das Rockstar eigentlich schon seit Anfang an hat. Diese Fehlermeldungen, die dafür sorgen, dass man vom Server gekickt wird. Diese Server-Disconnects. Diese allgemeine Serverstruktur von Rockstar ist in dem Fall einfach nicht gut. Aber man wird nicht einfach nur selbst rausgeschmissen, sondern in dem Fall wirklich die komplette Lobby. Man kann sich's mal angucken, wenn man gerade bei den Spielern ist, dass einer nach dem anderen rausfliegt und man früher oder später auch dran ist. Das ist ziemlich lustig mit anzusehen. Also es liegt hier hundertprozentig nur an Rockstar. Es liegt nicht an eurer Internetleitung, nicht daran, wie ihr die Ports geschaltet habt oder sonst irgendwas. Rockstar ist in dem Fall wirklich primär der Schuldige. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon den neuen Fehlercode 0x4000-3002 erlebt, der in letzter Zeit so die Runde macht. Und deswegen habe ich auch mal geguckt, ob es für den eigentlich schon einen Workaround gibt, beziehungsweise einen richtigen temporären Fix. Natürlich kann das erst so richtig gefixt werden von Rockstars Seite aus, wenn die ihre Server in den Griff bekommen, aber zumindest, dass man es einigermaßen wieder spielbar für sich selber macht. Und ja, da habe ich tatsächlich ein Video gefunden. Das Original ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber um es kurz zusammenzufassen, im Prinzip muss man vom Online-Hauptmenü aus auf einer Gruppe beitreten klicken, also einem Trupp beitreten. Und dann wird man einfach in irgendeine Lobby geschmissen, in irgendeinen Trupp. Und falls da keine Mission gerade am Laufen ist, kann man den direkt verlassen. Ansonsten muss man kurz warten, bis diese Mission vorbei ist. Und sobald man aber in dieser Lobby ist, nachdem man dem Trupp beigetreten ist, hat dieser YouTuber gesagt, dass er keine Probleme mehr damit hatte. Also das könnt ihr vielleicht mal ausprobieren. Keine Garantie von mir, dass es funktioniert. Ist ja auch schwierig, sowas zu überprüfen. Ne? Selbst wenn man einen Tag lang nicht disconnected wird, kann es ja trotzdem sein, dass es einfach nur Zufall ist und gar nichts mit dieser Methode zu tun hat. Aber immerhin besser als überhaupt keinen Workaround gefunden zu haben. Von dem her probiert das ruhig aus. Wie gesagt, Originalvideo ist für euch verlinkt. Und das war es im Prinzip von meiner Seite. Ich kann euch eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, außer dass ich sehr, sehr hoffe, dass Rockstar da möglichst schnell dran sein wird. Gerade bei den Fehlermeldungen. Das ist das Dringendste, denn wenn man überhaupt nicht ins Spiel kommt und das spielen kann, dann ist es egal, wie gut der Content ist. Von dem her an dieser Stelle nochmal ein Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Chris der Joker, René, Markus, Matze, Robin, Ralf, Julian, Kevin, Big Chris TV, Lilas Hessen, Kuruka, Diana, Tristan, Franzi, Blackout, Kurti, Dragon TV und Tamara. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Boom, ba-ba-dum, boom, ba-ba-dum-bum, United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.